Herzlich willkommen zu einer neuen Folge CyberPort Unboxing. Heute haben wir für euch das Lenovo ThinkPad X1 Fold. Im Lieferumfang enthalten sind das Notebook selbst, eine Tastatureinheit, ein Active Pen, ein Netzteil mit Netzkabel sowie die üblichen Papierbeilagen. Das X1 Fold ist das erste Notebook, dessen Display sich falten lässt. Im geschlossenen Zustand erinnert es an einen Terminplaner. Es ist nur etwas größer als ein DIN A5 Blatt und außen mit Leder überzogen. Dadurch macht das ThinkPad X1 Fold einen sehr wertigen und edlen Eindruck. Praktisch ist zudem der Kickstand, mit dem sich das Notebook auch als Tablet hinstellen lässt. Allerdings ist es mit 2,8 cm ein wenig dicker als klassische Notebooks, dafür mit 1 Kilogramm Gewicht aber recht leicht. Klappen wir das X1 Fold auf, kommt das 13,3 Zoll große OLED-Touch-Display zum Vorschein, das mit 2048 x 1536 Pixeln im 4:3 Format auflöst. Über dem Display ist das Mikrofon und die 5-Megapixel-Webcam verbaut. Eine Mini-Tastatur mit einem Mini-Touchpad wird mitgeliefert. Diese lässt sich bei Gebrauch direkt auf die untere Hälfte des Notebooks legen. Für den Transport wird sie sicher zwischen dem zusammengeklappten Bildschirm verstaut. Auf der einen Seite des Notebooks finden wir den Power-Button, eine Lautstärkewippe und ein Mikrofon. Auf der gegenüberliegenden Seite sehen wir einen USB-C-Anschluss sowie einen Nano-SIM-Karten-Slot. Ein weiterer USB-C-Anschluss sowie ein Lautsprecher erwarten uns an der linken bzw. unteren Seite des Notebooks. Das war unser Unboxing. Detaillierte Infos zum Lenovo ThinkPad X1 Fold gibt's wie immer in unserem Testbericht. Wir freuen uns auf euch!